Es ist soweit. Die richtig miese Jahreszeit für manche, ja, also ich empfinde sie auch sehr, bis jetzt immer sehr unangenehm. Sehr viele Leute bekommen Depressionen, sehr viele Leute sind, weil man ist halt, man geht rein, man ist wie zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, ich bin auch super oft müde, schlapp. Das bringt diese Jahreszeit mit sich, auf jeden Fall. Ne? Sommer geht man raus, blüht alles und jetzt kommt diese Zeit des Zurückziehens. Und dennoch, entweder steigere ich mich, wie schlecht alles ist und komme aus dem Loch nicht raus, und dann werde ich auf jeden Fall alles Negative in diesem Zeitalter sehen. Oder ich erkenne ein paar Sachen, die ich habe, die mir gut tun, ja, dass ich auf jeden Fall Luxus immer noch habe im Gegensatz zu dem Rest der Welt. Und macht man mir die Badewanne und macht da so ein Wellness-Ding daraus, ja, mit schöner Musik, mit schönen Kerzen, mit warmer Dusche und was auch immer und Schaum und bla bla bla. Und das Ganze kostet ja auch nicht viel Geld, ja. Es ist immer schwierig, klar, ich wäre jetzt gerne auf Hawaii, aber die Gegebenheiten sind nicht so, ja, es geht gerade nicht so. Und jetzt könnte ich irgendwie so die Zeit verbringen, indem ich da rumheule, warum ich jetzt nicht gerade Sonne habe und nach Hawaii bin. Aber ich sag dir eine Sache, mit dieser Einstellung, selbst wenn ich jetzt auf Hawaii wäre, wäre ich gar nicht zufrieden. Weil dann würde ich irgendwas anderes finden, wo ich irgendwie rummotze oder rummecker. Aber wie engagiere ich mich? Ich habe mich entschieden, Gynjamin zu sein. Wisst ihr, was ein Gynjamin ist? Gynjamin ist der Mensch, der sich was gönnt, ja, und ich gönne mir halt eben dann Sachen, die jetzt hier sind, ja, und bin dankbar dafür, dass ich mir das sogar gönnen kann, ja. Ich danke dafür, dass ich einen leckeren Kaffee trinken kann. Ich danke dafür, dass ich eine warme Wohnung habe und nicht auf der Straße bin, weil denn das ist auch ein Luxusding, weißt? Chill für mich. Ich brauche viel Schlaf zurzeit, also schlafe ich, esse das, was ich essen möchte, ja, weil die Bikini-Figur ist für den Sommer. Ich brauche auf jeden Fall, ich esse viel mehr jetzt, ne? Ich brauche so Fettschichten für den Winter anscheinend, so verlangt mein Körper. Ich trinke gesunde Sachen, leckere Smoothies und auch nicht die leckeren Smoothies, die mir aber gut tun, die mich refreshen. Ich mache ein bisschen Sport, ich gehe ein bisschen spazieren, dies, das, links, rechts. Also das tut mir halt gut. Finde heraus, was dir gut tut. Aber ich kann nur sagen, was mir gut tut. Und am Ende des Tages muss ich euch ehrlich sagen, seitdem ich so ein bisschen meinen Kopf resettet habe, selbst wenn es so übelst grau ist, dann sehe ich die Bäume und die sind gelb und die leuchten. Und dann denke ich mir, das ist aber eigentlich auch ganz schön. Ja? Daher, lange Rede, kurzer Sinn, sei ein Gynjamin und gönn dir einfach etwas, sei nett zu dir, sei lieb zu dir, ja? Weil wenn du das nicht bist, ich weiß nicht, wer das sonst sein wird. Und genau. Abgesehen davon, wenn ihr möchtet, besucht uns bei unserem Workshop. Wir haben bis Ende des Jahres noch 2 Workshops. Ich werde die Zeiten und Flyers hier oder hier, was auch immer, irgendwie einblenden. Ich weiß nicht, hier, so wie man das so macht. Hier und hier. Kommt uns besuchen, gönnt euch einen schönen Healing Sound Workshop. Ja, da wird es auf jeden Fall total cool. Mit schönen Qigong-Übungen, die dich refreshen, die deinen Körper irgendwie fit machen. Und therapeutischen Klangschalen, die auch irgendwie für alle Sinne irgendwie wirklich gut tun. Denn das musst du nicht tun, das musst du ja nicht tun, das ist nur eine Idee. Das bieten wir an. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt auch zu Hause bleiben und wirklich schöne Zeit verbringen. Ich gönne euch von Herzen alles, also gönnt euch selbst auch was. Namaste.